letzten Test gehören Geschütztürme. Erinnerst du dich? Diese blassen, rundlichen Geschöpfe voller Kugeln. Oh, warte, das bist du in 5 Sekunden. Und mit diesem Witz über meine Fettheit begrüße ich euch zurück bei Portal 2 mit mir, dem Tenchi vom Sinups-Kanal. Und ja, dann geht's mal weiter hier und jetzt werden wir wahrscheinlich gleich zerlöchert werden. Oh, hallo. Hallo. Oh. Ich will doch bloß vorbeilaufen. Ich hasse dich nicht. Hier bin ich. Ich würde eigentlich so hier machen. Wer da? Nicht schießen. Ziel verloren. Gute Nacht. P-Modus. Oh. Oh, aua, aua. Ich verzeihe dir. Bitte lass mich runter. Ja, das ist ja schön, also, ich hätte mir jetzt einen besseren Level vorgestellt mit den Dingern, aber naja. Gut. Oh, hier ist ja offen. Gar nicht gesehen. Cool. Sehr schön. Naja, das, dann fahre mal runter. So, da sind noch mehr Lasertürme irgendwie. Oh. Also ein paar kann ich ja einfach so ausschalten. Na, 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 na. Mist, es schwebt. War das nicht da oben dran gemacht eigentlich? Ja, habe ich wohl was falsch gemacht. Ach ja, immer wieder lustig. Ja, jetzt hätte ich eigentlich gleich... Ich hoffe mal, dass das jetzt ungefähr richtig ist. Ja, könnte richtig sein. Ich bin runter. Kannst dich hier draufstellen, aber das geht nicht. Was ist los? Hier, du kannst nach da gucken. Ich muss euch ja nicht töten. Seid doch süße kleine Türme. Klados? Soll das so sein? Hm, na gut. Hui. Dann rennen wir mal wieder in deine Gedärme rum, deine Eingeweiden. La, da, 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 und, ja, ja, Ladescreen. Schön, 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 schön. Also, na gut, die erste, die ersten Lasertürme, die waren jetzt, aber keine Ahnung, war jetzt nicht so. Ich glaube, die Lasertürme sind auf Englisch tatsächlich ein bisschen besser. Um konstante Testzyklen zu gewährleisten, simuliere ich auch nachts Tageslicht und Menge der Sauerstoffzufuhr Adrenalin bei. So verlierst du dein Zeitgefühl. Gestern war übrigens dein Geburtstag. Das interessiert dich vielleicht. Ja, ja. Gestern war mein Geburtstag. So wird also alles wieder ganz gemacht. Interessant. Wie alles selbst automatisch funktioniert. Das ist sehr interessant. Oh, was sind das denn für Teile? Oh. Krass.
Kommt also auch schräg wieder raus, wenn es schräg reingeht. Logisch, dann lassen wir es mal gerade gehen. Und nicht so schräg. Also, als erstes würde ich sagen... hier hin. Dann... ne, das geht ja gar nicht. Das kann ich ja gar nicht machen. Als erstes hier hin. Dann das blaue dahin. Und das rote schießt dann so quer durch. Aber bitte durch die Teile hier durch. Na? Na? Du erinnerst dich, dass ich ewig lebe und du in 60 Jahren tot bist. Ja, da erinnere ich mich dran. Ich habe ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk für dich. Hm, eher einen medizinischen Geburtstagseingriff. Also technisch gesehen ist es ein medizinisches Experiment. Wichtig ist, dass es ein Geschenk ist. Ja, das ist schön, ein Geschenk von dir. Da freue ich mich ja schon richtig. Da freue ich mich ja schon richtig drauf. Bestimmt ein Kuchen vielleicht, eine Torte. Nam, 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 nam. Na? Also es hat mich damals am Leben erhalten. Damals wollte ich unbedingt diese Torte haben. Dein Overall sieht blöd aus. Das sage nicht ich, das steht hier in deiner Akte. Bei anderen sieht er gut aus, doch ein Wissenschaftler hat angemerkt, dass er bei dir blöd aussieht. Aber was weiß ein kauziger alter Techniker schon von Mode? Er war vielleicht... warte, eine Frau. Trotzdem. Oh, hier steht, sie hat einen Doktor. In Mode. Aus Frankreich. Ja, ja, na klar, ein Doktor in Mode. Fahre hoch. da will uns doch jemand verarschen. Gut, wie komme ich jetzt an den vorbei? Bringt ja nicht viel. Ah, doch, vielleicht kann ich ja. Hallo! Ja, wie geht's dir so? Na, kommst du nicht an mich ran? Noch jemand da? Oh Mann. Jetzt habe ich trotzdem ein Problem. Ich muss ja trotzdem an den vorbei. Ah, ich kann da gar nicht schießen, ne? Ziel verloren. Oh, oh, oh. Hey, guck mal, da kannst du durchschießen, kannst du mich treffen. Ach du Scheiße, das sind ja ein Haufen Viecher. Warte mal. Oh mein Gott, Kettenreaktion. Ich bin dir nicht böse. Hallo. Gut, jetzt haben wir hier was zum Jumpen. Und dann jumpen wir einfach mal. Wuhu. Oh. Wuhu. Okay, das bringt uns reichlich wenig und trotzdem springe ich nochmal. So. Wo haben wir denn jetzt unseren Cube? Der muss da irgendwo sein. Ach, der ist da drauf. Der ist da drauf. Was? Die treffen mich? Was? Wieso ist das auf einmal hinter mir? Ach so. Das Ding geht jetzt hier. Ach, das Ding hier war bloß für Dings. Für dieses. Oh. Okay. Ich jetzt nicht wissen, für was das war. Wow. Das hätte nämlich was erwischt. Hallo. Ach stimmt ja, jetzt geht's ja nicht auf, weil ich muss ja trotzdem noch... Oh oh, wenn ich jetzt den falschen benutze, ich muss den roten nehmen. Puh, wenn ich jetzt den falschen benutzt hätte, wäre nicht so schön gewesen. Nein. Dich nehme ich auch noch dafür. Ich finde das so geil. Hui! Das ist auf jeden Fall. Uah. Ja, ich würde eigentlich nicht, aber. Wo geht?
Ja, so, jetzt ist die Frage. Da ist ja der Cube. Ich würde ja gerne schleichen, aber das kriege ich ja nicht hin. Von oben. Von oben. Na eben. Ich muss ja bloß von oben dran. Und hüpf. Aua. Ja, bloß von oben. Das ist eine... Wenn die Wand nicht schräg wäre, sondern eine gerade wäre, dann wäre das auch möglich. Hallo. Ich stehe gerade wirklich ein bisschen auf dem Schlauch, so ein kleines bisschen. Ach, das Ding ist aus Glas. Ah. Doch nicht zu mir. So. Naja. So ungefähr ging das jetzt. Na gut, war jetzt leider etwas Schweigen in dem Raum. Das war jetzt irgendwie, ja, ein komischer Raum. Der gefällt mir gar nicht. Der ich gehe die Liste der Testsubjekte im Hyperschlaf durch. Ich habe zwei mit deinem Nachnamen gefunden. Einen Mann und eine Frau. Wie klein die Welt doch ist. Aha. Finger weg von meinem Mann! Vorausgesetzt, es ist auch mein Mann. Ich meine, ja, gleiche Nachname ist ja jetzt auch nicht so ungewöhnlich. Aber naja. Nach dem nächsten Test wartet eine Überraschung auf dich. Aber ich verrate nichts. Nur so viel. Du triffst zwei Menschen, die du lange nicht mehr gesehen hast. Okay. Aktiviert. Will mich verarschen. Gut, dann Lage checken. Was muss ich machen? Ich muss diesen Knopf drücken, dann passiert Folgendes. Laser, komm raus. Das wird ja cool. Mist. Ist das geil. Gut, die ersten werden tot. So, Laser ist permanent an. So, bitte nur mit dem blauen schießen. Hüpf! Sterbt! Danke! Ja, das war ein leichter Raum. Wo sind jetzt die zwei Menschen, die ich eigentlich lange nicht gesehen habe? Ich glaube, ich hätte mal den Raum vielleicht besser anschauen sollen. Ach, verdammt. Ja, komisch. Angeblich treffe ich zwei Leute, die ich schon lange nicht mehr gesehen habe. Aber anscheinend... Zwei Menschen, hat sie ja gesagt. Zwei Menschen. Gut, wir fahren nach unten. Und was wird uns erwarten, außer der Ladescreen? Din, 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 oh. Der nächste Test wurde von einem der Nobelpreisgewinner von Aperture erstellt. Ich weiß nicht, wofür der Preis war. Jedenfalls nicht für Immunität gegen Nervengift. Ja, und damit werde ich diesen Part erstmal beenden. Das nächste Mal werden wir sehen, was hier so auf uns warten wird. Irgendwas mit Nervengift, das wäre irgendwie lustig, aber naja, wir werden es ja sehen. Also, bis dann, tschüssi!